Robber. Der Vorstopper, überraschende Lösung und... Oh ja, da war mehr drin. Sehr schöner Angriffzug mit dem Vorstopper Rainer Tropper. Schade. Hier im Abschluss fehlt es. Magatz. Sehr gefährlicher Schuss. Na, Frank Pelecki. Und Netz. Fangrode. Ja, zögert nicht sofort aus der Luft. Ja, aufgelegt von Hartwig. Freistoß. Da sehen wir die Szene. Kalt und Bastrop. Große Chance. Dies war in der 77. Minute. Kalts Vorarbeit. Und Van Hee. Ja, Chancen entstehen häufig durch Zufälle. Und da kann man dann den Spielern kaum einen Vorwurf machen. Wer soll denn da den Braten riechen, dass da plötzlich doch noch ran... Von Heesen. Hartwig. Oh, da muss Rudwaller jetzt noch einmal seine ganze Klasse beweisen. Es entsteht der fünfte Eckball für den Hamburger Sportverein. Groh. Jawohl, und wieder Rudwaller. Und jetzt beginnt die letzte Minute. Es wird kaum Nachspielzeit geben müssen, weil das Spiel... Ja, vorbei. Das erste Spiel zwischen dem BRD-Fußball-Landesmeister, dem Hamburger Sportverein, und unserem, dem vierfachen Landesmeister, dem BFC Dynamo. Torschützen unten noch einmal eingeblendet. Rüdiger und Milewski schon in der ersten Halbzeit. Dies alles vor gut 25.000 im ausverkauften Jahn-Sportpark.